Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, LS90, wieder von der Auf Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir ja den Keller eingeräumt und werden in der heutigen Folge ja weiter einräumen, denn wir wollen bei den neuen Hofladen ein wenig einräumen. Bedeutet, wir wollen erstmal die Milch hier abfahren und dann werden wir die Butterfässer, die ich schon auf Paletten vorbereitet habe, werde ich dann mit dem Kramer dann rüberbringen zum Hofladen und dann werden wir das Ganze einräumen und in der nächsten Folge geht es dann los mit Forst. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Tipps habt, welche Geräte wir uns kaufen sollen, schreibt es in die Kommentare rein. Ich werde mir das anschauen und am Sonntag werden wir dann, ja, werde ich mich in die Wälder begeben auf jeden Fall. So, dann räumen wir das mal weg hier, damit auch weiter produziert werden kann. Und ja, wie gesagt, achtet oben auch rechts auf den Kontostand. Natürlich werde ich mir keine Ponse oder irgendwie was anderes kaufen. Was ich vorhabe, ist, wir werden uns eine Kettensäge zulegen und dann irgendwas, mit was wir das Ganze transportieren werden. Da müssen wir mal schauen. Ja, passt der da noch rein? Ah, nee, sieht doof aus. Packen wir das mal hinten drauf, da haben wir ja genug Platz. Ja, deswegen ist da eure Meinung gefragt und am Sonntag gibt es dann die Folge, wenn wir dann loslegen mit dem Forst. Ich muss mal gucken, ob wir auch ein Waldgebiet haben. Da können wir eigentlich gleich mal schauen, wenn ich hier die ganzen Milchkannen hier übergeladen habe. Ich meine nämlich, wir hätten schon eine Fläche. Ansonsten müssten wir uns eine kaufen, so ein kleines Holzgebiet. Ich glaube, der Waldrand Richtung des neuen Stadtteils wäre, glaube ich, ganz cool. Ne, da werden wir natürlich auch wieder aufforsten und so weiter und werden dann Fässer herstellen. Ne? Das werden wir auf jeden Fall auch machen. Das können wir nämlich neuerdings, dass wir eigene Fässer herstellen können. Man kann die natürlich auch kaufen. Ich bin auch kein Fan eigentlich von Forst, aber da das die Map jetzt mitbringt, werde ich da mein Glück mal wieder versuchen. Ob das klappen wird, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich bin da selber auch mal gespannt, wie das Ganze dann funktioniert und ja, welche Herausforderungen das dann auch mit sich bringt. Ne? Müssen wir mal schauen. So, das haben wir soweit ready. Wir gucken mal, ob wir überhaupt schon Grundstück haben mit Bäumen. Ah, guck mal hier. Warte mal, wir gehen mal kurz rüber. Hier zum Obsthain rüber. Und ich glaube, den Teil hier, den können wir doch als allererstes nehmen. Das ist doch, glaube ich, unser, ne? Oder? Jo, das gehört uns auch. Oder da drüben, der Teil. Warte mal, wenn wir weiter rechts rüberlaufen. Oder hier drüben. Guck mal, wir brauchen uns doch nicht mal was kaufen. Hier könnten wir auf jeden Fall ein paar Bäume wegpacken. Hier haben wir so ein schickes Umspannwerk. War das schon immer da oder ist das jetzt erst neu mit dazugekommen? Das habe ich ja noch nie gesehen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ja, also ich denke, hier können wir ein paar Bäume fällen. Wichtig ist, die müssen ja 1 Meter länger haben. Und damit das Ganze dann auch funktioniert. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir erstmal die Milchkannen rüber in den Laden. Die werden auch nicht mehr instant verkauft, weil ich den Hofladen ja umgebaut habe. Sondern die werden dann immer wieder um 19 Uhr verkauft. Das heißt, wir müssen den jeden Tag vollräumen, sofern wir dann auch Dinge haben. Wir müssen natürlich auch die Preise vergleichen. Das habe ich gerade vorab schon gemacht. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, instant zu verkaufen. Standardmäßig ist alles so eingestellt, dass es automatisch verkauft wird, sobald ihr dann mit Waren dort in den Laden reinkommt. Und ich habe das umgebastelt, ne? Und würde ich dann jetzt nochmal oben das Video dazu verlinken. Wichtig ist, das müsst ihr machen, bevor ihr einen neuen Spielstand anlegt. Es gibt wohl auch eine Anleitung, wie man das im Nachgang noch macht, aber es ist ein bisschen komplexer. Und ich erkläre aber nur die normale Variante. So, dann würde ich sagen, machen wir mal auf die Tür. Da ist der Hofladen. Und den werden wir jetzt einfach mal ein bisschen einräumen. Sodass wir zum Ende des Tages schon ein bisschen ein paar Einnahmen haben. Und jetzt können wir das wieder, wie immer, hier einfach platzieren. Ne, wir können jetzt hier zum Beispiel... Ne, guten Tag, die Snook quatscht auch wieder mit uns. Don't touch it, sonst klatsch it. Wow. Wow, cooles Shirt. Auf jeden Fall. Und wir können jetzt wieder alles einräumen. Wir können auch Gemüse wieder reinräumen. Da werden wir auch nochmal in den nächsten Folgen mal wieder bei der Gemüseproduktion vorbeischauen. Das hattet ihr euch auch gewünscht. Wir können Brot verkaufen hier. Wir können Honig verkaufen. Ja, wir können Mehl verkaufen, Hackschnitzel, Kartoffeln. All das können wir jetzt wieder hier in den Hofladen reinpacken. Und ich finde das persönlich besser. Der ein oder andere hat auch schon im Livestream gesagt, am
am Dienstag sagt er, oh ja, ist ja viel zu viel Arbeit und so weiter, immer alles reinräumen. Ja gut, aber du musst es ja hier auch hintragen, ob es jetzt hier hinpackst und jetzt direkt verkaufst, ne, so wie es in der ursprünglichen Version ist, in der Standardversion. Ja, macht für mich keinen Unterschied. Ich finde es schöner, ne, das ist natürlich immer so ein bisschen Geschmackssache, wie man das spielt. Jeder spielt das natürlich auch anders. Und ja, deswegen. So. Irgendwie ein Frosch im Hals heute. Ich weiß auch nicht. Das ist manchmal so. Ja, nächster Livestream, Leute. Samstag geht's los. Ne, Samstag um 19 Uhr hinter Kaifek V3. Da werden wir auch wieder unterwegs sein. Schaut gerne auch da mal vorbei. Und vielen, vielen, vielen lieben Dank nochmal für die ganzen Däumchen, für die ganzen Kommentare der letzten Tage, Wochen, Monate. Sind ja schon mittlerweile knapp, ja, gute 2 Jahre sind wir schon auf YouTube unterwegs. Und es kommen immer mehr Leute hier auf den Kanal. Das freut mich halt riesig, wie viele Leute mittlerweile schon die Videos gucken hier. Und da möchte ich Ihnen mal viel, viel Dank sagen dafür. Und diesen Monat gibt es auf jeden Fall auch ein Giveaway. Schaut mal bei mir auf dem Discord. Der Link ist in der Videobeschreibung. Oder auf den Twitch-Kanal. Der ist nämlich da auch verlinkt unter Giveaway. Da könnt ihr nämlich diesen Monat im Mai ein sogenanntes Gaming-Headset abstauben. Von SteelSeries als ersten Preis. Und da gibt es als zweiten Preis gibt's eine Logitech G213 Gaming-Tastatur. Und als dritten Preis gibt es eine Kone Ammo Gaming-Maus. Ne? Was müsst ihr dafür machen? Einfach auf den Link klicken und dann steht alles weitere dort mit dabei. Schaut auch mal gerne beim Prolax und beim Ingo vorbei. Die sind zusätzlich unten auch noch verlinkt. Das sind ja die Kollegen aus dem Glorious Stream Team. Und da könnt ihr nochmal zusätzlich jeweils beim Ingo und beim Prodax 50 Euro Amazon-Gutschein gewinnen. Oder beim Yo, schaut auch da gerne rein. Der haut nochmal 25 Euro raus. Lohnt sich auf jeden Fall, ne, hier jetzt diesen Monat da mal mitzumachen. Ich werde mal gucken, dass ich jeden Monat mal so ein kleines Giveaway mache. Ich hau ja auch ab und an mal was in den Streams raus. Und ich glaube, das werden wir jetzt jeden Monat machen. Das ist, glaube ich, eine coole Sache. Ob es dann immer auch Sachpreise sind, vielleicht gibt es auch mal Gutscheine oder auch mal Keys zu gewinnen, müssen wir einfach mal schauen, ne? So. Gucken wir mal hier. Zack, guck mal, da haben wir da schon die ganze Milch schon mal hintransportiert. Und dann werden wir gleich mit dem Kramer die abgepackte Butter, die auf Europaletten steht, dann auch nochmal reinräumen, dann die Fässer rüberräumen. Der eine oder andere hat auch gesagt, ja, ist viel zu viel Arbeit, du packst sie da drauf, dann wieder da drauf. Ja, ein bisschen Arbeit ist es, aber es ist ja nicht schlimm. Ich sage nämlich immer, von nichts kommt nichts. So, jetzt können wir nochmal hier, ich gucke mal, ob wir schon Eier haben, da können wir schon ein paar Eier hier wieder hier vorne hinstellen. Dann haben wir nämlich schon mal ein bisschen mehr, ein bisschen Gemüse noch rein. Fleisch ist auch schon in der Produktion. Da werden wir auch nochmal in den nächsten Folgen da auf jeden Fall nochmal reinschauen. Guck mal, einen vollen haben wir. Und wenn wir prüfen wollen, einmal M drücken. Das hier ist die Objektinfo vom lieben Ifco. Modliste ist aktualisiert. Schaut einfach rein. Link ist in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr euch die Mods hier auch runterladen. So. Einen vollen Karton mit frischen Eiern. Machen wir lieber so, sonst haben wir gleich Rühr- oder Spiegelei. Zack. So, die können wir jetzt hier wieder schön hinstellen. Und dann gehe ich mal hoch zu dem Kramer. Und werden uns dann auch mal reinsetzen dort, dass wir dann hier mit der Palettenaufnahme dann auch, oder Palettengabel dann auch den ganzen Kram hier rüberfahren können. So. Funktioniert alles? Jo. Konsole ist angeschlossen. Das laden wir mal ab hier. Zack. So, auf geht's. Holen wir uns mal die Palettengabel. Und dann werden wir den ganzen Kram hier rüber transportieren. Schade, dass man da nicht direkt reinfahren kann und das einfach hinstellen kann. Das wäre natürlich bequemer. Nein, wir müssen es aber durch die Tür auf jeden Fall transportieren. Warte mal, Palettengabel war, glaube ich, die in der Mitte, ne? Ja. Das ist das Ding hier in der Mitte. Da ran. Jo, sehr gut.
Dann fahren wir mal rüber zur Butterproduktion. Gucken wir auch kurz mal in der Käseproduktion vorbei. Die müssen auch weiterhin laufen. Käse werden wir dann auch in Kisten packen und die dann auch rüberfahren. Da habe ich mir nämlich diese Kisten aus dem Menü gekauft. Und die Europaletten kriegt man dort auch. Die kriegt man unter der Rubrik Paletten. Die sind auch alle mit dabei bei der Hof Bergmann. Ist auf jeden Fall echt eine coole Sache. So, schauen wir mal hier kurz einmal vorbei. Da seht ihr schon die Paletten. Gucken wir mal hier kurz rein. Na, guck mal, haben schon einiges an Käse. Können wir schon wieder ein paar Laibe rüberpacken. Ist halt recht laut hier, ne? So, und die packen wir dann in die Kisten und dann rüber. So. Dann würde ich sagen, stapeln wir mal. Beziehungsweise, das hier sind die Fässer. Die habe ich da mit den Gurten festgemacht. Ich zeige euch das mal eben kurz, wie die funktionieren. Ich fahre einmal hier rum. Und dann fahren wir das hier am besten durch den Kuhstall. So. Also. Ne, ihr könnt das hier mit R. Könnt ihr das Ganze fixieren. Ihr seht's. Dann nochmal R drücken. Das geht recht gut. Geht auch locker, flockig von der Hand. Die Paletten bekommt ihr hier. Wo sind sie? Da sind sie. Ne, einmal als gebrauchte Optik oder als neu. Ich habe mich jetzt für gebraucht entschieden. Das passt, glaube ich, ganz gut auch zu der Optik von den Butterfässern. Oh, dann laden wir das mal auf hier. Guck mal, das geht auch recht gut. Ne, läuft auf jeden Fall. Richtig schöne große Butterproduktion, die wir hier haben. Da verladen wir das gleich einfach mal am Hofladen. So, wir winkeln das nochmal ein bisschen an. Ach komm, wir fahren doch den normalen Weg hier. Ja, da fahren wir da mal rum, ne? Ich fand das besser, als die alle händisch wieder drauf zu packen. Klar, man muss sie jetzt hier auch wieder runterräumen. Aber ich finde das persönlich ganz schön und ganz schick gemacht. Wir müssen natürlich nicht zu schnell fahren, ansonsten fallen die natürlich vorne runter. Kippen das nochmal, winkeln das nochmal ein bisschen an hier. Oh. Da war die Kuppe. Da hätte es uns beinahe die Sachen runtergerissen. So, ich fahre die Sachen jetzt erstmal rüber und dann räumen wir die Sachen raus. Ich finde es eine coole Geschichte. So, ich stelle mal hier ab. Ah, da ist wieder das Problem, dass man die nicht ganz runter bekommt. Ah, doch, es geht. So. Wo wir mal die nächsten, ich glaube, es sind 6 Stück insgesamt. 5 oder 6 Europaletten, die wir da haben. Und geht auch recht fix vom Transport her. So, wieder rauf. Ich glaube, ich fahre den anderen Weg mal. Durch den Kuhstall vielleicht, weil. Ja, wobei der andere Weg ist, glaube ich, genauso steil, ne? Ich glaube, das macht sich nicht viel. Ist, glaube ich, wie so gehopst wie gesprungen, ne? So, hier haben wir ein paar mehr drauf. Ja, so ein bisschen hier diese Butterdinger, die wir da transportieren. Buttertransport heute in der Folge. Man könnte, glaube ich, auch mehrere stapeln, aber ich glaube, das ist mir ein bisschen zu heikel. Man könnte das natürlich auch wieder auf einem Fahrzeug packen, ne, so eine Art Ballenwagen oder sowas. Und könnte das dann auch wieder transportieren. Das würde natürlich auch gehen.
Weil ich wollte euch da mal eine andere Möglichkeit zeigen, dass man das auch hiermit durchaus machen kann. Und es ist auch gar nicht so schwer, die zu stapeln, ne? Man sollte dann auf jeden Fall so ein bisschen ruhige Hand haben, aber es geht recht fix. Und mit ein bisschen Übung geht das ja sowieso bei allen Dingen, ne? Was ihr auch machen könnt, wäre zum Beispiel, dass ihr das hier auf diese Paletten packt und dann hinten zum Dorfladen bringt, weil da habt ihr auch eine große Abgabe. Da könnte man das dann auch hinbringen, dann vielleicht auf einem LKW verladen oder auf so einem Ballenwagen. Und könnt ihr das dann dort auch mitmachen, dann da direkt verkaufen, ne? Ich glaube, das wird sogar besser gehen. So, müssen wir einmal ein bisschen Gas geben nach vorne und dann schiebt man die so leicht runter. So, ein paar Mal fahren wir noch. Den Kramer habe ich, glaube ich, als einziges Fahrzeug behalten. Ansonsten habe ich, wie gesagt, alle Fahrzeuge soweit getauscht. Zumindest, da war ja noch der von der Standardmap, der Fendt. Und der Armatruck, den habe ich ganz rausgelassen. Und da müssen wir mal gucken hier. Ich bin auch mal gespannt, wie viel Holz wir brauchen, um... Oder wie viel Fässer wir aus einem so einem Baum rausbekommen, ne? So, 3 Euro Paletten haben wir noch. Die laden wir auch nochmal auf. Und ihr seht, das geht recht fix, ne? Also auch hier mit dem Aufladen. Also jetzt komme ich die ganz drauf. Einmal so ein bisschen nach vorne und zurück und dann rutscht er dann runter. Zack. Ist schon hier In- und Export. Ja. Ja, fahren wir ein bisschen weiter runter hier. Das sollte klappen. Oh. Also bei den Huckeln müsst ihr echt aufpassen. Da müsst ihr sachte runterfahren. Also ein bisschen mit Gefühl. Das mit dem Abräumen, das geht ja relativ fix, ne? Das ist ja... Geht ja ganz, ganz schnell. So, können wir es so ein bisschen weiter nach vorne schieben. Hier ein bisschen die Gabel erhöhen und dann... Kann man das so richtig schön schieben, ne? Richtig schön wie im Lager kann man das da machen. Also mir macht das Spaß. Das ist echt cool. Silage da hinten ist auch fertig. Ich glaube, die werden wir auch einfach verkaufen. Weil wir haben da so viel Klee ja letzte Mal runtergeholt hier von dem Auftrag, wo wir da mit dem Rasenmäher unterwegs waren. Da ist auf jeden Fall mehr drin. Ich habe auch ein bisschen Gras noch reingekippt. So, da haben wir gleich noch 2 Stück. Ist halt auch sehr wendig, der Kramer. Deswegen habe ich den auch behalten. Man hätte natürlich auch einen anderen nehmen können, aber ich fand jetzt den ganz gut. So. Und drauf da. Wir können ja mal testen, ob wir 2 transportieren können. Aber ich glaube, der wird runterfallen, ne? Oder wir testen das einfach mal. Ah, ne, komm. Wir machen keine Experimente hier. Lassen wir das lieber. Wir fahren lieber einmal mehr. Und auf Nummer sicher. Bremsen. Das klappt auf jeden Fall auch. Sehr gut. So.
Da haben wir noch das Brot backen. Manchmal will er nicht. Huch. So. Eine haben wir noch. Und da können wir anfangen, das Ganze rumzuräumen. Ich finde, diese Europaletten werden viel zu wenig genutzt und dafür kann man die auf jeden Fall nutzen. Ich denke mal, dass es mehr Sinn macht, wenn wir das dann am Hofladen verkaufen. Weil da, wie gesagt, wir hinten im Hof den Instant-Verkauf haben, da macht es vielleicht mehr Sinn, weil wir aber auch einen Gabelstapler haben. Da könnt ihr auch mal eure Meinung gerne zu in den Kommentaren schreiben, wie ihr das seht. Ob man die jetzt hier am... hier dann einfach so verpackt oder... Wir müssen auch mal gucken. Aktuell war der Preis halt höher bei beim Hofladen. Der kann natürlich noch im Laufe des Tages fallen, aber da war fast 500 Euro Unterschied. Und ich denke mal, bis zum Ende des Tages wird das dann nicht so großen Unterschied ausmachen. Ach, jetzt habe ich verkantet. Wow. Diese andere Art von richtig gefahren, ne? Also Außenkamera kann ich irgendwie besser fahren. So. Letzte Tour. Dann haben wir es geschafft. Da können wir die Sachen runter befördern. Und können dann den Hofladen wieder befüllen. Und dann, wie gesagt, nochmal ein bisschen Gemüse holen. Obst brauchen noch ein bisschen. Fleisch ist in der Produktion. Da werde ich dann auch nochmal mit dem Kühlwagen rüberfahren. Sodass wir dann auf jeden Fall auch schon mal wieder ein paar Einnahmen haben. Ja, und für den nächsten Tag dann auch schon mal die Butterproduktion wieder vorbereiten. Dass wir das dann auch, dass wir da auch wieder Einnahmen bekommen. So. So, alle Fässer abgeliefert. Jetzt können wir wieder aussteigen. Und dann können wir jetzt hier die Gurte lösen mit R. Und können da ganz bequem die Sachen jetzt hier reinpacken. Ne, können die da wieder hier hinstellen. Ja, schön in der Ecke hier. Da werden nämlich direkt verkauft. Ne, vorne haben wir auch wieder die Auslage hier für Obst und Gemüse. Ne, hier kommt natürlich wieder gekühltes, leckeres Fleisch rein. Apropos Fleisch, da gibt es nur noch eine Sorte. Wir hatten ja vorher Geflügel, Hähnchen, ne, Geflügel und Hähnchen. Schweinefleisch, Kalbsfleisch, das gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch eine Sorte, also Fleischkiste. Da ist alles drin. Das Rundum-Sorglos-Paket hier. Ne, lecker Schmackofatz haben wir dann da drin. Ne, also diese Sachen haben wir da nicht mehr. Dass wir da verschiedene Arten von Fleisch haben, da gibt es einfach gar keinen Unterschied mehr. Die Preise sind auch relativ gut. Gilt immer pro 1000 Liter. Und ja, da würde ich sagen, ich räume das Ganze jetzt mal hier ein. Ich hoffe, dass ihr mit dem Fasstransport hat euch auf jeden Fall gefallen, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Mich würde auch mal gerne eure Meinung interessieren, wie ihr das gerne haben möchtet. Und nicht vergessen, Leute, ich brauche Forstwerkzeug. Schreibt es in die Kommentare rein, solange es keine Vollernter sind. Diese großen Ponze-Geschichten und so ein Kram, den brauche ich nicht. Ja, da würde ich dann zum Sonntag hin dann die Folge machen und auch ein bisschen Holz quasi, ja, von den Bäumen runterholen oder die Bäume runterholen und dann das Ganze auch natürlich dann zur Fassmacherei rüberbringen. Huch, das ist uns mal ein bisschen hier das Ding aus der Hand gefallen. Und ich werde den Hofladen jetzt einfach mal wieder weiter einräumen. Mir macht das Ganze auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und ich sage einfach mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.